Moin Leute, es ist irre heiß heute und mangels fertiger Elektrik funktioniert die Klimaanlage leider noch nicht. Und da habe ich mich gefragt, was kann ich machen, was wenig Anstrengung bedeutet, ein Video und euch zum Beispiel mal zeigen, wie weit jetzt das Badezimmer oder unsere Nasszelle schon ist. Die ist nämlich fast fertig. Und wir machen heute etwas, was auch wenig Anstrengung bedarf. Wir installieren die Toilette. Immer wenn jemand sagt, es ist eine Sache von 5 Minuten, sage ich prinzipiell, nichts ist eine Sache von 5 Minuten. Aber diesmal wird es so sein, denn es ist alles perfekt vorbereitet. Wir müssen die Toilette nur platzieren und mit 3 Schrauben fixieren. Zunächst will ich euch erstmal zeigen, wie das jetzt hier fertig aussieht, nachdem wir alles silikoniert haben. Also die Dusche müsste jetzt wirklich dicht sein und sieht wirklich mega geil aus. Und in dem Zusammenhang wollte ich noch mal ein bisschen unbezahlte Werbung machen tatsächlich. Also ich zeige euch das Produkt einfach nur, weil ich wirklich extrem davon überzeugt bin. Silikon von Ottosil. Damit kann man es eigentlich fast nicht falsch machen. Okay? Wenn ihr dann irgendwie noch so einen Abzieher habt und Standard Fitwasser, funktioniert das richtig gut. Das lässt sich auch mega gut korrigieren. Also man kann halt mehr als einmal abziehen. Man kann sogar über abgezogenes Silikon noch was drauf tupfen. Und das bindet dann trotzdem ab. Richtig geil. Also probiert es aus, falls ihr noch kein Silikon gefunden habt, mit dem ihr gut arbeiten könnt. Damit klappt es bestimmt. Und jetzt zeige ich euch erstmal, wie das aussieht. Also ihr habt schon gesehen, wir haben 3 unterschiedliche Farben von Silikon. Dieser Vinylfußboden, der letztendlich aussieht wie Fliesen, aber nur gedruckt ist, hat ja solche cremefarbenen Fugen. Und ja, von der Marke gibt es im Prinzip alle möglichen Farben. Und da haben wir uns auch für einen Farbton entschieden, der heißt Karamell, der ist relativ nah dran. Und weiß natürlich, wo die weißen Silikonfliesen sind in den Kanten. Und da die Decke immer noch grau ist, haben wir da graues Silikon genommen. Es macht auf jeden Fall immer Sinn, wenn ihr jetzt 2 Farben aufeinandertreffen habt, wie zum Beispiel unten einen bräunlichen Fußboden und weiße Fliesen, nehmt den dunkleren Farbton von beiden für die Silikonfuge. Das sieht immer besser aus. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Also wenn wir jetzt hier unten weißes Silikon genommen hätten, würde das niemals so sauer aussehen, wie es jetzt aussieht. Des Weiteren haben wir jetzt die Mischbatterie schon installiert und die Dusche. Garnitur. Beides aus dem Baumarkt, also für den Heimbereich gedacht. Funktioniert richtig gut, auch hier im Camperbereich. Man muss halt dann den Schalter für die Wasserpumpe installieren und dann passt das. Zeige ich euch auch nochmal eben. Und bevor ich jetzt doch noch komplett zerfließe, installieren wir noch schnell die Toilette. Wir haben uns für das Modell Tiny von Separé entschieden. Hierbei war in erster Linie die Optik für uns ausschlaggebend. Also das Teil sieht wirklich aus wie ein ganz normales Klo. Und wir schauen uns das mal eben an. Ich habe jetzt hier schon den Behälter für Fest- und Flüssigstoff entfernt. Und hier gibt es einen Lüfter, der im Prinzip den Feststoffbehälter permanent ventiliert. Und das Rohr wird durch den Fahrzeugboden geleitet. Ich zeige euch das mal eben. Hier sieht man quasi die Straße. Und das Ganze ist schon so bemessen, dass es genau passt. Wir müssen die Toilette einfach nur an das Kabel anstecken, draufsetzen und unten drunter ist genau im richtigen Abstand sind Holzstreben, wo das Ganze an 3 Punkten verschraubt wird und dann ist es schon fertig.
so, war dann doch keine 5 Minuten, sondern eher 10. Ich habe nämlich noch zwei Schrauben in Richtung vertikaler Wand installiert, weil es so ein bisschen gekippelt hat, wenn man nur die drei Schrauben unten nimmt. Ich zeige euch das mal eben. Jetzt unten drei Schrauben und damit ist es fertig.